Arbeitgeber dürfen muslimische Kopftücher und andere religiöse Zeichen verbieten. Dieses diskriminierende Urteil wurde am Dienstag durch den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg ausgesprochen. Anlass für das Urteil waren die Klagen von zwei muslimischen Schwestern aus Belgien und Frankreich, die wegen ihres Kopftuchs gekündigt wurden. Für Deutschland heißt das somit auch, dass sich die Gerichte zukünftig bei der Beurteilung solcher Fälle an das Urteil des Europäischen Gerichtshofs halten müssen. Die Luxemburger Richter bezeichnen das islamische Kopftuch als ein politisches oder religiöses Symbol und begründen darauf basierend, dass ein Arbeitgeber auf die Neutralität im Unternehmen beharren darf. Geehrte Geschwister, diese Begründung ist absolut inakzeptabel, denn das Kopftuch ist kein einfaches Symbol wie ein Kreuz am Hals oder ein ähnliches Souvenir. Das ehrenwerte Kopftuch ist Teil der Identität unserer Schwestern und unserer Mütter. Das Kopftuch ist ein Gebot Allahs und stellt eine absolute Pflicht für die muslimische Frau dar. Wir reden hier von keinem nice to have, um sich in irgendeiner Form selbst zu verwirklichen oder ein Zeichen zu setzen. Die Richter scheinen sich aber sehr wohl darüber bewusst zu sein, dass ihre Entscheidung auch eine Diskriminierung der Muslime darstellt, denn sie versuchen ihre Entscheidung irgendwie mit einer simplen Wortspielerei zu rechtfertigen. Es handelt sich ja bei einem Kopftuchverbot des Arbeitgebers nicht um eine unmittelbare Diskriminierung, sondern es sei ja lediglich eine mittelbare Diskriminierung. Echt jetzt? Das soll also die Rechtfertigung dafür sein, dass eine Muslima offiziell diskriminiert werden darf? Ist es doch so einfach, die ach so hoch gepriesenen Grundrechte und die Religionsfreiheit einfach auszuhebeln? Ja, geehrte Geschwister, ist es. Denn letztendlich geht es hier um uns Muslime. Und wenn es um uns Muslime geht, dann scheinen die undenkbarsten Dinge denkbar zu werden. Und um ganz ehrlich zu sein, dieses Urteil ist eigentlich nur ein konsequenter Schritt in dem anhaltenden Assimilationsterror und in der stetig voranschreitenden Unterdrückung von uns Muslimen. Europa hat es sich auf die Fahne geschrieben, die Muslime zu integrieren, und unter diesem Vorwand werden nach und nach Maßnahmen ergriffen, um unsere islamische Identität zu entreißen. Geehrte Geschwister, macht bitte einmal einen Schritt zurück und schaut euch das Gesamtbild an. Erst die ausgiebige Burka-Debatte, dann das versuchte Kopftuchverbot für Lehrerinnen und jetzt die Grundlage für ein Kopftuchverbot in Privatunternehmen. Die Marschroute ist eindeutig. Für uns Muslime muss aber eins ganz klar sein. Wir dürfen uns von diesen Entwicklungen in keiner Weise in unseren Handlungen beeinträchtigen lassen. Das Ablegen des Kopftuches ist definitiv haram und darüber hinaus ist es gerade jetzt essentiell für uns standhaft zu bleiben und nicht von unseren Werten abzulassen. Und das gilt nicht nur für unsere Schwestern, sondern für uns alle. Wir boykottieren gemeinsam jeden Arbeitgeber, der von diesem Urteil Gebrauch macht und das Kopftuch in seinem Unternehmen verbieten will. Denn wir sind uns darüber bewusst, wer der wahre Versorger der Welten ist. Es ist Allah subhanahu wa ta'ala, der Gewaltige.